Eine kurze Zeit arbeitete er auch als Volksschullehrer in Lohne in der Grafschaft Bentheim. Dort sollte ihm eigentlich ein Denkmal gesetzt werden. Doch da kamen plötzlich Bedenken ins Spiel. Hatte da Remarque nicht irgendwie so ein wildes Lebensleben geführt, so gar nicht katholisch? Carsten Wagner über den Denkmalstreit in Lohne. So hatte der Pastor es sich vorgestellt. Remarque neben drei prominenten Geistlichen auf dem neu gestalteten Kirchplatz. Doch es blieb bei dem Modell. Der weltberühmte Schriftsteller vor der Kirche, heftige Widerworte auf der Gemeindeversammlung im frommen Lohne. Unter anderem von ihm, Hermann Hahnenkamp, erkennt Remarque aus Erzählungen. Mein Vater hat mir immer gesagt, Remarque war hier als Lehrer. Wenn wir morgens mal gebummelt hatten und mussten zur Kirche, dann hat er uns immer in den Allerwertesten getreten und zur Kirche getrieben. Und er selbst ging nicht hin. Nein, in die Kirche zog es ihn nie, den Erich Maria Remarque. Lieber ins Gasthaus, statt Heiligem Geist, geistliche Getränke und dann die vielen Frauengeschichten. Die Vielweiberei hat mich gestört, dass der rumbuhlt hat, ich sag dann mal so, ein Mann, der so viel Ehen gehabt hat und moralisch für mich nicht haltbar ist, den kann man nicht auf einen Kirchenvorplatz stellen und auch nicht in den Bereich der Kirche. Ja, sündig hat er gelebt, der Erich Maria Remarque. 1927 trat er sogar aus der Kirche aus. Das weiß auch der Lohner Pastor. Trotzdem steht er zu seinem Vorschlag, dem verdienstvollen Schriftsteller ein Denkmal vor der Kirche zu setzen. Ja, weil mir Remarque einfach wichtig zu sein scheint. Einmal, er hat ein Buch geschrieben, das eine Weltgeltung hat. Das ist im Westen nichts Neues. Dann hat er in Lohne gelebt und er hat hier Kinder unterrichtet. Er war nicht gerne hier. Nein, gern war er nicht in Lohne, der Erich Maria Remarque. In seinem Roman Der Weg zurück beschreibt er seine Zeit im Dorf. An den Sonntagen sei es vor Tristesse kaum auszuhalten. Wenn man nicht in die Kneipe geht, steht dort kein Wort von sonntäglicher Andacht. An anderer Stelle schreibt er, er habe den damaligen Bürgermeister unter den Tisch gesoffen. Nach Hause habe er ihn getragen. Lohne, beim sündigen Remarque ein Dorf von Langweilern, die nichts vertragen. So macht auch ein Schriftsteller von Weltruhm sich unbeliebt und außerdem... Remarque hat ja auch schon seine zwei Sachen bekommen in Lohne. Ja, Denkmäler hat er in Lohne, der Erich Maria Remarque. Die Remarque-Straße, eine Sackgasse, direkt neben dem Gasthaus, wo sonst. Und hier das offene Klassenzimmer, so nennen sie die Stelle, an der die abgerissene Dorfschule stand. Remarque ist auf der Gedenktafel zwar erwähnt, aber auch erst in der unteren Hälfte. Für viele fromme Lohner gedenken genug an den lasterhaften Literaten. Der Plan für ein weiteres Denkmal verworfen. Ich akzeptiere die Meinung der Bevölkerung und selbst wenn es ein geringerer Teil wäre, der dagegen wäre, wäre mir das trotzdem wichtiger, dass wir in Eintracht miteinander leben. Und das war es ja, was er wollte, der Erich Maria Remarque. Frieden. Und wenn es nur der Dorffrieden ist. Im Westen nichts Neues, zumindest im Westen Niedersachsens keine neue Remarque-Statue.